Und schon sind wir im Oktober. Back to the Vergangenheit. Hast du diesen Back to the Future? Mir war es auch ein bisschen zu viel, die Anspielung, aber dieser eine Auftritt bei Jimmy Kimmel fand ich geil. Ja, war cool, ja. Ich wusste gar nicht, dass das so ein Hype ist mit diesen, also mit diesem Film. Also ich hatte das nicht so. Also so krass hätte ich auch nicht gedacht. Nee, also das war mir dann schon ein bisschen Fülle. Gut, das hat sich ja nur auf einen Tag reduziert. Aber selbst mich hat es gepackt. Ich habe die ersten beiden tatsächlich die letzten 3 Tage oder so. Ja, meine Kinder haben das geguckt und waren ganz angetan davon. Das sind einfach saucoole Filme. Tatsächlich. Ja, tatsächlich, ja. Ich habe auch immer gesagt, ach Mensch, das fanden die früher cool. Ach Mensch, das fanden die früher total cool. In einer Tour. Ja, wir beginnen den Rückblick in den Oktober mit B wie Blauer Planet. Die Folge 10 Emergo kam bei Hanseklang raus am 1.10. Ja, der Abschluss der Reihe, Serie, wie man das jetzt auch immer nennt, des Blauen Planeten, mit dem ich ja immer ein bisschen zu kämpfen hatte. Weil die Geschichte ist irgendwie großdimensioniert und meiner Meinung nach verworren in vielen Zügen, weil es eben, ja, es verspinnt sich gerne mal in einzelne Ideen, die dann einzeln auch leider hängen bleiben und also ich habe halt immer den großen Zusammenhang ein bisschen vermisst, so diese Grundidee, die dahinter steckte mit diesen Parallelwelten und diesem Mahlstrom und diesem Wegwarer, also dieses ganze Fantasy-Überbau, das war alles ganz interessant, auch das Grundanliegen, dass es ja eigentlich um, wie der Titel schon sagt, den blauen Planeten, um die Bewahrung des blauen Planeten ging und auch das, was an quasi Charity im Hintergrund eine Rolle gespielt hat, das ist alles eigentlich schön und gut, aber ja, wie gesagt, ich habe das ja gehört, ich hatte da immer zu kämpfen, jetzt kam also der Abschluss raus, Emergo, und das ist nochmal eine spezielle Folge, denn A, war das, wenn ich es recht im Kopf habe, ein Crowdfunding und B, ist die Folge quasi das Ergebnis eines Autorenwettbewerbes und 3 Personen, und zwar namentlich, muss nachgucken, einmal Marc Freund, den kennen wir ja, hat eine Geschichte geschrieben, die Plattform R127, das ist die mittlere Geschichte. Ingo Rodkowski hat Lemuel geschrieben, Grüße nach Kiel, das ist nämlich einer der 3 Herren, die ja auch immer mal mitgemischt haben beim Blauen Planeten, auch Christian Kock. Und Aiga Kornemann hat mir bislang noch nichts gesagt, Sanders Albtraum. Ja, und Sanders Albtraum, das hat mich richtig geflasht, muss ich sagen. Also ganz großes Lob, diese Geschichte ist sehr speziell erzählt. Es geht um ein, ja, vermutlich, also man kriegt das nicht so richtig mit am Anfang, geistig behinderten Jungen, der mit Enten spricht und der deswegen natürlich auch gehänselt wird von Altersgenossen, aber auch also schief angeguckt wird von anderen. Und seine Mutter hat halt quasi auch mit dieser Besonderheit ihres Sohnes zu kämpfen und es ist halt alles sehr tragisch, weil man vieles aus der Sicht des Jungen quasi erlebt und es ist alles sehr, sehr merkwürdig. Auf jeden Fall passiert dann ein großes Unglück, in das der Junge eben involviert ist, wo er eben missbraucht wird von anderen Jugendlichen. Das hat alles so einen schön mysteriösen Anstrich, die ganze Geschichte. Im Hintergrund spielt natürlich die Philosophie des blauen Planeten auch eine Rolle, was die Enten anbelangt. Ja, müsst ihr selber hören. Kann ich tatsächlich schwer in Worte fassen, fand ich stark. Die hat mich total gerissen und das ist wirklich ein absoluter Hinhörer. Ist super inszeniert. Tom Steinbrecher hat das Ganze zu Produktionsleitung und Schnitt gemacht. Das ist super. Das ist wirklich super, super, super. Die zweite Geschichte von Marc Freund ist dann eher, geht dann eher so in die Grusel-Ecke. Ja, das ist sehr unterhaltsam auch. Ist natürlich auch angeknüpft an die Idee des blauen Planeten. Da geht es um Algen, wenn ich es recht im Kopf habe, also um eine verlassene Bohrplattform, wo dann gruselige Sachen passieren. Und die dritte Geschichte, Lemuel, ist dann wieder sehr, ja, eher so philosophisch. Hat so ein bisschen was von Der alte Mann und das Meer, aber eben auch reingesponnen diese Zukunftsvision, was denn mit den Meeren passieren wird, was mit den Walen passiert ist. Also auch in dieses blaue Planetuniversum eingesponnen. Und diese 3 Geschichten werden auch wieder umschlossen von einer Geschichte, die das Ganze quasi erden soll und verbinden soll. Und da wird halt quasi, es ist ja die letzte Folge des Blauen Planeten, am Ende nochmal der Bogen geschlagen zur ersten Folge und ja, zur Rahmengeschichte. Das fand ich dann am Ende bisschen schwierig, ganz ehrlich gesagt, weil das quasi mit den letzten Sätzen wird dann nochmal der Bogen geschlagen. Das ist so ein bisschen gewollt, fand ich. Allerdings muss ich sagen, die 10. Folge hat mir jetzt gerade mit diesen Einzelgeschichten wirklich Spaß gemacht. Kann ich tatsächlich bedenkenlos empfehlen, gerade weil die Geschichten selber in sich geschlossen sind und das kann man auch separat sich anhören, auch wenn man tatsächlich jetzt nichts vom Blauen Planeten vorher gehört hat. Und es ist alleine der Inszenierung wegen und der Geschichten wegen tatsächlich hörenswert.
Also würde ich tatsächlich, hätte ich nicht mehr gedacht, nochmal eine Empfehlung aussprechen. Guck an. Ja, ja, ich werde es noch hören wollen. Grüße nach Kiel. Ich habe gehört, und zwar die Dark Mysteries, die Folge 9, das Schloss. Hast du auch gehört? Ja, ja. Habe ich. Darin geht es um, wie der Titel schon sagt, ein Schloss, in dem sich verschiedene Gruppen tummeln. Es sind insgesamt 6 Personen, die da drin sind und die erstmal nichts miteinander zu tun haben, aber sich zwangsläufig irgendwann über den Weg laufen. Ja, das ist, ich würde es fast als typischer Horrorplot fassen wollen. Also es ist sehr viel Bekanntes drin, was aber jetzt dem Unterhaltungswert nicht unbedingt Abbruch tut. Auch der Beginn der Folge fand ich super gemacht, weil das einen so richtig in diese Story reinzieht. Dummerweise hat diese erste Szene dann später wird die irgendwie nicht mehr aufgegriffen. Also die hat zwar schon damit zu tun, aber das Motiv da drin findet sich irgendwie nicht wieder. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich eigentlich gedacht habe, das würde sich dann irgendwie nochmal irgendwie, ja, dass das einem irgendwie nochmal querlaufen würde. Ja, es ist sehr blutig und sehr böse. Viel verraten kann man nicht, ohne ja, euch den Hörspaß zu nehmen. Das will ich dann auch nicht. Also ich war sehr angetan, wie schon von der letzten Folge. Das ist wirklich gute Horrorunterhaltung. Natürlich ist das Niveau ist halt entsprechend in der Trash-Schiene zu finden. Aber doch, ich war angenehm angetan davon. Geht in Ordnung. Also ich fand die letzte Folge dann doch weitaus cleverer. Oder was heißt cleverer? Interessanter, origineller. Ja, originelle im Endeffekt. Das ist halt dann schon Grusel eher Standard. Ich meine, wie die Geschichten dann zusammenlaufen, das ist dann alles in Ordnung. Aber hat man halt irgendwie alles schon mal gehört? Das stimmt, ja. Also in den Einzelpartikeln, ja, aber es ist in Ordnung. Also kann man eigentlich wirklich nicht groß was gegen sagen, außer halt, dass es schon viel Gruselklischee ist, was drin ist. Ja, aber so rein. Funktioniert ja halt oftmals. Ist ja. Funktionieren ja eigentlich alle Horror, auch Filme und so, funktionieren ja eigentlich immer in die Anreihung der ewig gleichen Klischees. Ja. Ist eigentlich schon so, ja. Ja, aber geht in Ordnung, kann man sich gut anhören, doch. Ja, jo. Dann hatten wir Roald Dahl, hatten wir ja schon öfter mal erwähnt, diesen Orcas. Stimmt. Hier kommt jetzt der von eben verwiesene magische Finger hin und der ist nämlich beim DRV erschienen auf CD, ist eine WDR-Produktion aus dem letzten Jahr. Der magische Finger heißt das Ganze, es geht um Trixie, die einen magischen Finger hat und zwar immer, wenn sie wütend ist, passiert etwas, was sie allerdings nicht so genau kontrollieren kann. Sie hat ein Problem mit der Nachbarsfamilie, der Familie Bollei, die Jäger sind. Also der Vater ist Jäger und auch die Söhne, Philipp und Willi, wollen da auch in diese Fußstapfen treten. Passionierte Jäger, so richtig mit Werfe. Genau. Und Trixie findet das überhaupt nicht gut und regt sich natürlich furchtbar darüber auf. Und immer wenn sie sich aufregt und den Finger auf irgendwas zeigt, dann passiert halt was und hier passiert halt auch was. Ich glaube, man kann jetzt sagen, was passiert. Interessant fand ich. Es steht schon im Klappentext. Ja, glaube ich. Ja, ja, aber ich fand interessant, dass Trixie eigentlich in diesem, man denkt erst, es ist die Protagonistin, aber die kommt eigentlich überhaupt nicht mehr vor später in dem Hörspiel, also zumindest den tragend. Im ersten Drittel dann, und dann geht es ja nur noch um das, was mit der Familie passiert, genau. Eigentlich. Dann springt man quasi in die Familie Bollei, die man dann begleitet bei dem, was dann aufgrund des magischen Fingers mit der Familie passiert. Das hat dann wieder sehr viel Humor und sehr viel Charme und auch die nötige Botschaft, die da drin sein soll, ist auch gut verpackt und zwar auch so, dass man nicht die vergessen kann. Das ist ziemlich sehr deutlich mit dem Finger. Aha, sick. Stimmt. Ja, der pädagogische Zeigefinger ist da sehr erhoben und ja, fand ich okay, fand ich sehr unterhaltsam. Also gerade diese Familie, dieses Chaos, was da angerichtet wird, hat sehr viel Charme und sehr viel Humor und ja, ich würde das doch euren Ohren empfehlen wollen. Da haben wir das total Spaß gemacht, das ist so geil besetzt. Oh, Peter Fricke ist einfach der geborene Erzähler, das ist so geil, wie er das macht. Ja. Großartig, toll besetzt, sehr lustig tatsächlich, also ich habe also jetzt nicht Tränen gelacht, aber es ist wirklich sehr, sehr witzig. Also gerade diese Jägerszenen, das war schon sehr lustig, wie sich diese Familie gebiertet und dann mit dieser Situation umgehen muss, dieser veränderten. Herrlich, also richtig schön, unglaublich kurzweilig, ist auch sehr, sehr kurz, aber auch wirklich kurzweilig, also das ist in einem Schwung gehört und man hat eine Riesenfreude dran, für groß oder für klein, ist wurscht, anhören. Dann kommen wir in den Europa-Block, fangen wir doch mit der Mädels an, würde ich mal sagen, oder? Ja, Ladies first. Die 3 Ausrufezeichen. Verliebte Weihnachten, ja, die obligatorische Winterfolge, Vorweihnachtszeit besser gesagt. Ja, es geht los damit, dass Kim sich ein bisschen Geld verdienen will und in einem Schokoladenladen, mehr oder minder, oder in einem Süßwarenladen
der gehobenen Klasse arbeitet und dort etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Und zwar geht es um eine, ja, deutschlandweit regional berühmte Pralinenmischung, die quasi das Aushängeschild auch dieses Ladens ist. Und mit der gibt es irgendwie Lieferschwierigkeiten. Ist merkwürdig, denkt man sich erstmal, gerade in der Vorweihnachtszeit. Das ist ja die Hauptgeschäftszeit. Ja, damit hat es aber auch was auf sich. Und Kim kommt dem Ganzen auf die Spur. Und natürlich werden die alle drei dann angestachelt und ermitteln, was es denn damit auf sich hat. Ja, ich sage nur mal so viel. Es geht um Erpressung. Man kann es sich ja fast schon denken. Vermutlich, ja. Ja. Es geht um Erpressung und das ist quasi der eine Part der Folge und der andere Part ist, dass es mal wieder Zwist unter den Mädels gibt und zwar geht es um einen Jungen, den Michi, den kennen wir ja auch schon, der ja eigentlich, ja mittlerweile Ex, oh Gott, ich blicke nicht mehr durch, mittlerweile der Ex-Freund eigentlich von der einen ist, aber die immer noch auf ihn steht. Ja, da gibt es nichts zu lachen, das ist ernst hier. Ja. Sie steht ja immer noch auf ihn, was man dann natürlich auch als Hörer immer zu hören kriegt, aus quasi aus ihrer Perspektive. Dann aber eine der anderen drei Marie-Kims, mit dem jetzt nicht direkt was anfängt, aber sich sehr offensichtlich gut mit ihm versteht. Und dann ist natürlich Eifersucht angesagt und dann geht das Gezicke los. Ja, Spoiler, es löst sich dann alles im Wohlgefallen auf. Es ist ja kurz vor Weihnachten. So ist das, ja, irgendwie eine typische Weihnachtsfolge. Also gerade mit dieser Erpressung, das irgendwie habe ich mich so ein bisschen an Andi Maisfeld erinnert gefühlt, mit dieser Candice-Erpressung. So ein bisschen. Ja, es ist wirklich, es ist komplett andere Baustelle, aber irgendwie, also dieser Spirit, ja, das ist in Ordnung. Das kann man sich gerne anhören. Das ist in Ordnung. Es reißt einen jetzt nicht vom Hocker, ist kein Ausreißer nach oben, ist kein Ausreißer nach unten. Irgendwie sind halt diese Versatzstücke, die man eigentlich so generell von den Ausrufezeichen her kennt, ist alles mit drin. Man stößt sich nicht so vor den Kopf, was kurze Szenen anbelangt. Zumindest ging es mir jetzt diesmal nicht so. Gab es weitaus schlimmere Folgen, was das anbelangt. Insofern, Haken dran, ist in Ordnung. Nächste Folge. Jetzt steht ja der Adventskalender an, da bin ich ja gespannt. Den fand ich ja letztes Jahr doch hörenswert, tatsächlich. Das dürfte ja auch die nächste Folge dann sein. Jo, so viel zu den Ausrufezeichen. Kommen wir zu den Jungen. Der Geist des Goldgräbers. Die Folge 177 sind wir angelangt. Und diesmal, also ich war etwas erstaunt so gegen Ende. Man kann jetzt nicht zu viel verraten, aber das fand ich schon am Schluss ein bisschen ungewöhnlich, oder? Bemerkenswert, ja. Ja. Also, aber Geschichte ist von André Marx. Der hat aber auch immer so einen Kniff, was Besonderheiten anbelangt. Ja, ich fand es vom Ding her ganz gut, dass man also auch wieder so diese so typische Elemente mit einfließen lässt, also diesem Geist des Goldgräbers, dass auch ganz okay gelöst wird. Ich weiß nicht, warum die Story irgendwie so an den Karpatenhund irgendwie erinnert. Dieses Zusammenwirken von diesen Einzelnen, die da beteiligt sind. Also das war irgendwie so eine merkwürdige Mischung. Also das hat mit dem Karpatenhund überhaupt nichts zu tun, aber irgendwie hat es mich erinnert. Karpatenhund weiß ich jetzt nicht. Also ich fand es besonders, was die Nebenperson quasi anbelangt. Also die haben alle irgendwie einen Schmiss gehabt, fand ich. Ja. Also das sind auch wirklich Personen, also es ist jetzt nicht Mrs. Bogle oder irgendwie so, die jetzt für alle Ewigkeiten sich festfressen, aber das sind schon so Nebencharaktere, die irgendwie, ja, wo sich jemand was dabei gedacht hat und den quasi Eigenleben eingetrichtert hat. Es war wahrscheinlich das Karpatenhund, dieses Abgeschlossene, dass das alles so in diesem quasi abgeschlossenen Bereich. Ach, jetzt, jetzt weiß ich, was du meinst. Das war es wahrscheinlich. Da der Häuserblock und da ist es diese komische Kommune da. Genau, ja. Mhm. Ja, also wirklich, also die Auflösung ist tatsächlich so, wüsste ich jetzt tatsächlich keinen Vergleich bei den drei Fragezeichen in die Richtung. Ist auch schon ein bisschen, also so, ich sag mal, wenn man jetzt denkt, naja, das hören so 10-, 11-Jährige, fand ich das schon im Gegensatz zu dem Rest schon einen gehörigen Sprung nach vorne. Ja, also und hat wirklich Atmosphäre? Ja, also ich fand es jetzt eine der besseren Folgen, war jetzt nicht der Oberkracher, also das war oder? Eine hatten wir doch neulich, diese, wo man dachte, das war so eine richtig gute Folge. Der gestohlene Sieg? Ja, doch, das war mit... Das war doch diese Das Fußball. War besonders, ja, stimmt. Merkwürdige Fußballfolge. Naja gut, vielleicht auch da war die Erwartungshaltung so, aber ich fand das hier, fand das ganz okay. Es ist halt so, dass diese Story einem wahrscheinlich aufgrund dieser, ja, das ist immer blöd, wenn man das nicht verraten darf, aber aufgrund dieser Extremität am Schluss wahrscheinlich eher am ehesten Erinnerung bleiben wird.
Aber ich fand halt die Versatzstücke auch ganz, ganz nett, die man da so drin hatte. Also diese Gerade diese quasi die. schrägen Charaktere, der eine mit seinem Ja. Hund und so, das, also Ja. immer irgendwie kleine Besonderheiten schön verteilt. Also Ja. hat mir gefallen. Die Story und das Motiv waren jetzt, ja, ging so, aber also ich wurde gut unterhalten, Doch, würde also ich ich auch. sagen, ja. Also tatsächlich eine der besseren Folgen der letzten Zeit. Ja, ist halt auch André Marx. Ja. Der hat halt auch die besseren Geschichten eigentlich geschrieben immer. Sag mal, war da nicht irgendwas mit André Marx, dass der nicht mehr geschrieben hat und. Ja, der war doch eine Zeit lang ziemlich lange auch weg vom Ne? Fenster, hat nichts mehr gemacht, ja. Ist das jetzt die Haben erste die dann ignoriert? wieder nach der Pause? Da bin ich jetzt aber auch Frag überfragt. mich. Du bist doch der große drei Fragezeichen-Fan. Ja, natürlich, genau. Ich habe ja ein T-Shirt. Ich hab, wo ist mir das denn begegnet? Genau, es gibt eine drei Fragezeichen Duschdass-Edition. Kein Ja, Scherz. und Zahnbürsten, ja. Und Zahnbürsten auch. Ja, da habe ich dann gemerkt, dass das Fanboy-Tum bei den drei Fragezeichen doch ziemlich weit von mir abgerückt ist. Also, Hast du keinen Toaster zu Hause? du musst den Finger in die Wunde legen. Doch, ich habe einen Toaster zu Nee, Hause. wirklich, echt, oder? Ja, das war Boah, aber. Scheiße. Ich Das hab war den Wecker. aber, wie soll man denn sagen? Das war damals, der kam auf der Messe, wann war das? In Hamburg. Das war diese Messe in dem. Hühnerposten noch? Nee, in der anderen Location schon. Markthalle, Ja, da hatte doch die, da war doch diese Sprechercasting von der Hörspielgemeinschaft und nebenan war Ja. der Europastand. Und ich hatte meinen Sohn dabei. Mein Sohn war damals 8 oder 9. Nee, 8 müsste er gewesen sein. Es war 2010, oder? Kann sein. Und der hatte halt irgendwann keinen Bock mehr und konnte von mir nur besänftigt werden, dass wir sagen, okay, wir nehmen später einen Drei-Fragezeichen-Toaster mit. Ich vermute mal, dass ich der Einzige war, der diesen Tag so einen Drei-Fragezeichen-Toaster gekauft hat, weil der Jubel am Europastand, dass jemand das Ding kauft, war so groß. Seither habe ich einen Drei-Fragezeichen-Toaster und ein T-Shirt, ja. Aber dann war es das wirklich. Ja, den Rest, also so dieses Drei-Fragezeichen-Cluedo habe ich geschenkt bekommen. Da kann ich nichts für. Aber ich bin nicht so weit, dass ich Duschzeug von den drei Fragezeichen kaufe. Es riecht auch nicht lecker. Also bei aller Nein? Liebe, aber nee. Woher weißt du das? Was macht man denn, wenn man Duschgel kauft? Ja, Man macht auf. du hast livehaftig gesehen. Ja, man macht auf Ach und riecht so, rein. wie riecht's? Wie nach Schrottplatz, oder? Ich wollte gerade sagen, Oder so wie Tante Mathilda unterm Arm. so Flexgestank. So eine Mischung aus Flexgestank, alten, verrotteten Möbeln und Gedöns und Kirschkuchen. Nee, ist halt so ein typischer Männerduschgelgeruch, den ich noch nie abkonnte. Ah, okay. Da zieht es mir immer die Fußnägel hoch. Ja. Naja. Ja, du gehörst ja zur Generation, die mit Uwe Seeler und Old Spice groß geworden sind. Nein. Nein? Nein. Gibt Old es das nicht? Spice. War das überhaupt Old Spice? Nee, Hattrick war das, Quatsch. Was ist Nicht Old Hattrick? Das Spice. sagt mir gar nichts. Da hat Uwe Seeler immer Werbung für gemacht. Kann man das Aha. hören? Wie sich immer die Ja. Backen geklatscht hat mit. Und gepfiffen hat dabei. Ich weiß auch nicht mehr, was er gepfiffen hat. Wenn ihr wisst, was Uwe Seeler damals in der Hattrick-Werbung gepfiffen hat. Ja. Und die ganz Alten erinnern sich noch an Irish Moose. Alles fand ich schon immer widerlich, alles durch die Er war es, Bank. ehrlich gesagt, war es auch. Das ist einem damals nur nicht so viel aufgefallen, weil die Leute in den 70ern alle dermaßen nach Qualm gestunken haben. Das hat sie neutralisiert. Auf eine Das, sehr eklige Art wahrscheinlich, ja. ja. Ach Und ja. im Nachhinein wundert mich, dass sehr viel mehr Leute verbrannt sind. Dieser unzähligen Mischung aus Irish Moose und Zigaretten. Da muss ich jetzt wieder an Rolf Töpperwien denken. Ja, genau. Oh je, Ja, bevor es noch böser wird, komm, mach mal einen wir Deckel sind auf. abgeschwuft. Ja, kommen wir zu den Kids. Ja, die Folge 46, Jagd auf das Dino-Ei. Klingt super. Also ich hab's nicht gehört und ich glaube, es war auch okay, oder? Dass ich das gehört habe. Ja, das muss man jetzt nicht unbedingt hören. Es geht los mit einer Reise in den Safari-Park. Da gibt es schon quasi so die ersten Bedenken. Dann geht es um den verrückten Piloten. Dann hat man so ein bisschen Insel-Atmosphäre. Das ist dann alles ein bisschen mysteriös auf dieser Insel und so ein bisschen Schnitzeljagd-Charakter. Und dann geht es eben um dieses besagte Dino-Ei. Oh, da kommt schon ein bisschen viel zusammen. So insgesamt. Es ist in Ordnung, das ist halt, hat halt so diesen Abenteueranstrich, das ist alles okay, aber gleichzeitig halt so ein bisschen die Kids-Krankheiten, die üblichen, dass das halt alles aufgrund der Art, wie man es erzählt, doch nicht so spannend ist. Und dann kommen halt noch diese Albernheiten obendrauf, die ich halt immer für sehr problematisch halte und wo ich mich auch immer frage, wer das denn jetzt hören soll, welche Altersgruppe das in Ordnung findet oder eben nicht in Ordnung findet, also eher Letzteres wahrscheinlich.
Das ist halt alles schon sehr albern. Weiß nicht, ob man da ein bisschen auf den Jurassic Park, ne, wie heißt der vierte Teil? Jurassic World, Zug aufspringen wollte. Das Erwachen der Macht heißt ja. Nein. Andere Baustelle. Kommt vielleicht mit der nächsten Folge, keine Ahnung. Also könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man halt da dann einfach noch mal Geschichte drumherum gebastelt hat. Ja, mein Gott. Ist in Ordnung, ist nicht so schlimm wie vermutet, aber weit davon entfernt, dann ein schlüssiges, unterhaltsames Jugendhörspiel zu sein. Das hat unterhaltsame Stellen, die aber immer wieder ausgebremst werden, dadurch durch diesen elendshohen Erzählereinsatz, den ich nie verstehen werde bei den Kids. Sowas verstehe ich nicht. Also wenn ich Hörspiele mache und also Kinderhörspiele mache, warum zerbrösel ich dann jede, also manchmal wirklich jede Szene und lass das den Erzähler erzählen? Also das sind aber Sachen, die ich beim Hörspielmacher nie verstehen werde. Sowas will mir nicht in den Kopf. Ja, mach doch ein Geräusch. Also es ist jetzt nicht so schlimm wie, was weiß ich, dass jetzt das doppelt und dreifach dann kommt und dann wird noch das Geräusch also dass quasi der Erzähler erzählt, dann sagt das die Person, der das passiert und dann kommt das Geräusch. Das gibt's ja auch manchmal. Also ich denke, seid ihr noch ganz knusprig? Für wie blöd haltet ihr eigentlich eure Hörer? So schlimm ist es jetzt nicht, aber es nimmt halt irgendwie jegliche Spannung weg und jegliches Tempo weg. Tempo und Spannung hängen ja meistens zusammen. Ach, ja. Aber vielleicht sind da auch die Geschmäcker unterschiedlich. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich da eine andere Vorstellung, wie ein Hörspiel klingen sollte eigentlich. Weiß ich nicht. Aber das stört mich ja schon immer bei den Kids. Aber also innerhalb der Reihe gibt es schlechtere Folgen, aber es ist jetzt nicht wirklich eine, die ich empfehlen würde. Nee, dafür ist mir das zu albern und zu wenig der Fokus dann wirklich, wenn schon so ein Abenteuersetting aufs Abenteuerliche gelegt. Ja. Apropos nicht empfehlen, da hätte ich jetzt auch was. Die Invasion der Inversen von Matthias Schamp ist im WDR Hörspiel Speicher. Das P hat man schon fast gehört, oder? Ja. Seit 12.10. Verfügbar. Da geht es um Kämpfe in einer seltsamen Welt, in der quasi ein Soldat quasi von seinem, einer Art Befehlshaber instruiert wird. Er soll jetzt feindliche Agenten und Ähnliches ausschalten. Da gibt es auch das Problem, dass es diese Inversen gibt. Und diese Inverse sorgen dafür, dass also quasi im eigenen Unterbewusstsein sich eine Stimme einnistet, die einen quasi Befehle gibt und dann leitet. Also man wird also quasi von sich selbst umgedreht in der Kampfhandlung. Und das passiert halt nicht nur einmal. Und dadurch wird das Ganze ziemlich wirr. Und es ist auch wieder, es hat diese originelle Grundidee, die man jetzt allein aufgrund dieser Zusammenfassung wahrscheinlich schon relativ schnell durchschaut, dass man halt quasi, diese Stimmen sich dann quasi überlagern. Und aber ich muss sagen, das war so wenig stringent, dass ich irgendwann überhaupt keine Lust mehr hatte, das weiterzuhören. Ich hab mich dann durchgequält, weil es halt wirklich gedacht habe, dass du musst es jetzt zu Ende hören. Das bringt ja nichts. Wir müssen uns ja mal ab und zu mal quälen. Aber das war wirklich, ich fand das nicht gut. Nein, fand ich nicht. Würde ich euch auch nicht ans Herz legen wollen. Ich weiß, es gibt Fans von Matthias Schamp. Der hat ja schon öfter mal Hörspiele gemacht, wo ich auch tatsächlich nicht oder wenig mit anfangen konnte. Aber hier konnte ich gerade mal gar nichts mit anfangen. Und nee, leider kann ich da keine Empfehlung aussprechen. Dito. Ah, hast auch gehört. Gut. Ja. Aber Kompliment, ich habe es nach 10 Minuten ausgeschaltet. Hab gemerkt, dass da komme ich nicht rein. Ja, ich bin schon ein harter Hund. Ja. Ja, kommen wir zu was Besserem. Ja. Weitaus Besserem. Genau. Und zwar hat Osterwold 2 Hörspiele von Hans Fallada oder nach Hans Fallada Geschichten rausgebracht und einen tiefen Griff ins Archiv gemacht, einen sehr lohnenswerten Griff ins Archiv gemacht. Und zwar geht es um 2 Hörspiele, die quasi in eine Box gepackt wurden. Und das erste ist, wer einmal aus dem Blechnapf frisst, eine Geschichte, die Fallada vor dem Krieg geschrieben hat, 1934. Mhm. Und das Hörspiel ist von 52. Jetzt muss ich, was für ein Sender? Na, was haben wir für einen Sender? SWF. Es geht im Grunde genommen um einen Gefangenen, der aus der Haft entlassen wird, versucht eben Fuß zu fassen nach seiner verbüßten Haftstrafe im Hamburg der 20er Jahre. Und das Problem ist halt, dass einem zur damaligen Zeit, wie auch, denke ich mal, heute, das erstmal schwer fallen wird, aber eben zur damaligen Zeit noch viel schwerer war, denn man hat da erstmal so einen Wisch quasi gekriegt, wo einem immer dieses Mal anhaftet, dass man ein Ex-Sträfling ist und keiner stellt einen Ex-Sträfling ein. Das war zur damaligen Zeit so, wie es heute wahrscheinlich ein Problem ist. Also, wahrscheinlich heute genauso, ja. Ja, und das macht auch die Geschichte, also das ist schon mal die erste Prämisse, das macht die Geschichte schon mal irgendwie, obwohl es natürlich sehr alt ist,
gefühlt doch irgendwie sehr, 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 sehr nahe, denn man entdeckt einfach viele Sachen, gerade was die Vorurteile anbelangt, wo sich diese Strukturen doch eigentlich bis zur heutigen Zeit nicht groß geändert haben. Mhm. Also gerade genau, was Vorurteile anbelangt. Die fehlende Durchlässigkeit der Gesellschaft nach oben ist ja eigentlich immer noch ein Problem. Vielleicht sogar heute noch mehr als damals. Vielleicht nicht in dem speziellen Bereich, aber so generell ist es ja immer noch. Das ist eine sehr, im Endeffekt doch sehr tragische Geschichte, die einen wirklich wehtut, die wirklich sehr, sehr wehtut, weil er es wirklich immer wieder versucht und dann auch unternehmerisch tatsächlich tätig wird, weil er sich mit anderen zusammentut und quasi ein eigenes Unternehmen auf die Beine stellen will, das aber sehr, sehr schwierig ist und quasi am Rande der Legalität nur funktioniert. Mhm. Das natürlich aufgedeckt wird, man kann sich ja fast schon denken, und er quasi wieder nach unten gezogen wird und in prekären Verhältnissen arbeiten muss. Und letztlich das, was ihm quasi prophezeit wurde, als er entlassen wurde, dass er garantiert wieder auf die Verbrecherspur gerät, automatisch, weil man einfach, wenn man einmal im Gefängnis gesessen ist, wenn man einmal aus dem Blechnapf gefressen hat, da nicht wieder rauskommt. Ja. Und genau das passiert dann tatsächlich, Spoiler, aber man kann sich fast schon denken, genau das passiert auch letztendlich. Und das ist so tragisch, ihm da auch zuzuhören, wie er quasi es immer versucht und immer mehr dann verzweifelt und letztendlich ihm dann doch nur der eine Ausweg bleibt und es endet natürlich tragisch. Ich fand es auch gut, diese Situation mit diesem Unternehmertum, wo man merkt, er wird von allen Stellen quasi reingelegt. Also es ist, und beim zweiten Mal, als er sich da quasi ein neues Leben aufgebaut hat und man denkt, es funktioniert alles perfekt. Und dann wird er durch eine Kleinigkeit, wo er eigentlich auch nichts für kann, das ist so böse und so entlarvend für die Gesellschaft. Das ist halt wirklich, das tut schon richtig weh. Und das berührt dann, ist tatsächlich nicht umsonst, ich glaube, einer der bekanntesten Romane von Falada, auch vollkommen zu Recht, weil ich das total, total stark fand. Muss ich sagen. Also das war wirklich augenöffnend und fand ich total super. Und ihr solltet das dringend, dringend kaufen. Weil auch die zweite Story da drauf, die ich noch nie gehört hatte, die Quangels, fand ich total spannend. Da geht es um einen Familienvater, der im Zweiten Weltkrieg seinen Sohn verliert. Daraufhin beschließt, er muss was gegen das Regime unternehmen, weil er das Regime quasi als den Täter sieht, die quasi seinen Sohn um die Ecke gebracht haben, und er versucht jetzt der Gesellschaft die Augen zu öffnen und druckt oder schreibt kleine Karten, die Botschaften gegen das Regime darstellen. Er legt damit quasi eine Spur auf sich, allerdings kommt man ihm lange nicht auf die Schliche, weil das halt irgendwie clever ist und weil man sich auch irgendwie in einen ganz anderen verdächtigen Kreis ausdenkt und dadurch eher lange unentdeckt bleibt. Aber auch das ist am Schluss wieder sehr entlarvend, als dann festgestellt wird, dass von, ich glaube, 370 Karten oder sowas, die er geschrieben hat, fast alle bis auf 9 oder 10 zur Anzeige gebracht wurden. Das heißt also auch die Gesellschaft überhaupt nicht diese Botschaft angenommen hat, sondern immer in ihrem Trott blieb und stattdessen noch tatsächlich dieses Regime immer weiter unterstützt hat. Das auch zeigt, wie einzeln diese Widerstände in der Nazi-Zeit auch gewesen sind und wie schwierig es war, dagegen gegen die Masse anzuschwimmen. Und das wird also hier auch nochmal deutlich und ist wirklich ein bewegendes Stück, dass man sieht, was diese Widerstandskämpfer damals wirklich auf sich nehmen mussten und wie klein diese Gruppe war und das schon erschreckend ist, was damals abgelaufen ist. Ja, also der Roman ist von 47, das fand ich auch krass. Ziemlich schwierig, also kann man mit wen empfangen, nur empfehlen, das müsst ihr euch eigentlich anhören. Und holt euch die Box. CD. Ja, kommen wir wieder zu was Leichterem. Ja, zu was sehr Erfreulichem. Ja. Hätte ich Moment, nicht mehr für möglich gehalten. Wir müssen diesen Moment gebührend zelebrieren. Okay. Das ist, ich weiß nicht, seit wir den Orcast machen, wahrscheinlich das erste Mal. Kann sein. Wir tatsächlich von einem Hörspiel angetan sind, was in der Treatment-Grusel-Reihe erscheint. Mhm. Oder? Also ich, der Freak von Soho war immer das, so das noch, war, noch eins. Das war quasi vor Das war aber vor Orcast-Zeit, ja. Ja, Tüdel Grusel Folge 22 im Band der Teufelskrähe ist erschienen im Oktober. Wir hatten ja, glaube ich, schon darauf hingewiesen beim letzten Mal, dass wir da eine gewisse Vorfreude empfinden, weil das Ganze von Tom Steinbrecher und Paul Burkert ist und deren Arbeiten wir ja bisher immer sehr geschätzt haben. So war es auch hier.
Ich war angenehm überrascht. Also ich hatte tatsächlich was anderes erwartet. Ich auch. Aber tatsächlich war es beim Namen Tom, zumindest Tom Steinbrecher, eigentlich auch erwartbar, dass sowas kommt. Als man das gehört hat, dachte ich, ja, eigentlich ist nah. Quasi, auch wenn es nicht direkt benamst wird, das Wiederaufleben von Tom und Locke. Und das ist großartig, super Idee. Wunderbar. Fand ich total toll. Man hat die beiden Sprecher genommen und die auch die Figuren. Nur Locke heißt nicht Locke. Ja. Er wird nicht als Locke tituliert, aber Tom blieb noch. Das Mofa ist auch nicht mehr da. Aber ja, man schickt die beide in eine Ermittlung in einer Schule, in der Merkwürdiges geschieht. So wie der Titel andeutet, geht es um eine Krähe, die hier auch herumspukt. Und was ein kleiner Kritikpunkt wäre eigentlich, ist, dass es eigentlich vom Ding her gar nicht in die Reihe passt. Also es ist zwar eine Gruselstory, aber die ist so anders und viel mehr auf Jugendhörspiel getrimmt, als dass sie erwartbar da zu Hause wäre. Also es passt eigentlich thematisch schon, weil es halt, wie gesagt, eine Gruselstory ist. Aber so das bisherige, was man bisher in der Reihe gehört hat, ist dann doch weit weg davon. Ganz ehrlich, aber ich hätte lieber 10 Folgen von sowas, als das, was vorher war. Ich wollte es gerade sagen, also wenn die Reihe nur so wäre, wäre das wirklich super. Und also ich fand das jetzt auch nicht schlimm, aber es ist halt schon ein Bruch da drin. Also wer ja jetzt Dreamland-Grusel-Fan ist, der wird vielleicht denken, weiß mir aber jetzt nicht. Ja, und wird sind ja kein Werwolf. Genau, und wird mit der Hacke in den Boden stampfen. Ja. Nee, ich fand, was auch schön war, waren halt diese ganzen Anspielungen. Und das ist ja eigentlich das, was Dreamland Grusel immer eigentlich sein wollte. Also so quasi so eine Hommage und so eine Rückbesinnung auf die alten Hörspiele. Und das ist, glaube ich, in keiner Folge der Reihe so gut gelungen wie in dieser. Ja. Weil man hier ganz, ganz viele Anspielungen drin hat und ganz viel dieser alten 80er-Jahre Hörspielklischees mit aufgreift, ohne dass es albern wird. Also ich fand das echt so okay. Die Story lief durch. Also ich sag mal, wer als unbeleckter Hörer da rangeht, wird das Hörspiel einfach so als das wahrnehmen, was es ist. Ein einfaches Jugendhörspiel mit halt einem sehr gruseligen Einschlag. Aber so die alten Hörspielnasen, die werden einiges wiederfinden aus der Vergangenheit, aus vergangenen Hörspieltagen. Und das fand ich total super. Und für mich war das Beste unter Hörspielunterhaltung. Ja, für mich auch. Also Tom Steinbrecher gelingt das ja auch mit der Musik, so diesen Spirit von Europa einzufangen, von der Inszenierung her irgendwie und was die Erzählweise anbelangt. Das fand ich auch sehr clever. Wenn man so alte Tom und Locke Folgen hört, das ist auch sehr nahe dran, was die Erzählweise anbelangt. Dieses leicht überdrehte, wenn die Erzählparts kommen, das steckt da tatsächlich alles drin. Das ist wirklich sehr gut quasi dem Original abgehört und sehr schön transportiert. Also großes Lob sowohl was das Skript anbelangt, als auch was die Umsetzung anbelangt. Ja, also schöne Sachen. Gerne mehr davon. Oh ja, gerne mehr davon. Viel mehr davon. Ja gut, dann zu was, wo ich mich noch nicht dran getraut habe, aber du schon. Jawohl, Faith ist zurück. Und zwar mit Folge 48 Enthüllungen, der Auftakt für einen 9-Teiler, der auch ein 10-Teiler, wenn ich es richtig verstanden habe, werden könnte, der quasi eine mehr oder minder in sich geschlossene Geschichte ergeben soll. Wir sind dann in Folge 47 entlassen worden, dadurch, also mit der Szene, dass Raven verhaftet wurde und angeklagt wurde, eine Frau umgebracht zu haben. Parallel dazu schwebte noch im Raum, dass Raven damals, oh Gott, wo war das? In Castrop-Rauxel. In Castrop-Rauxel, genau, nicht bei Faith dabei war, was alles sehr merkwürdig war und man das eben nicht so genau zuordnen konnte. Auf jeden Fall dreht es sich jetzt in Folge 48, wo ein neues Fass aufgemacht wird, nur um Raven. Es ist ja nie genau erzählt worden, was passiert ist, dass Raven auf einmal wieder da war. Und das wird jetzt im Grunde genommen nach und nach entschlüsselt, dass Raven also mehrere Zeiträume quasi durchlebt hat und übersprungen hat. Also er wurde quasi zurückgeschleudert in der Zeit und durchlebt jetzt verschiedene Jahrzehnte, Jahrhunderte, was auch immer. Und es geht eben speziell um die 70er. So, und jetzt kommt wieder mein Lieblingsproblem mit Faith. Da wird Batman nochmal erzählt jetzt. Das verstehe ich nicht. Das ist 1:1 Batman, was Raven da dann jetzt erzählt. Da geht's um einen dunklen Rächer, der tagsüber was anderes macht und dann abends Verbrecher jagt. Und Raven ist quasi sein Schützling und übernimmt nach dessen Tod diese Aufgabe und bringt da Verbrecher zur Strecke. Und das Ganze in einem schwarzen Kostüm. Ich dachte, oh nee. Das ist, ja, das ist kein Scherz. Man möge es mir nachsehen, wenn ich da jetzt falsch liege, aber für mich ist das halt Batman jetzt einfach. Und das ins Faith-Universum reingebaut, das jetzt nicht dafür bekannt ist, dass viele, viele
eigene Ideen drin stecken. Das ist schon sehr strukturiert abgeguckt bei diversen anderen Ideen, die schon da sind. Und das, also fand ich, also mir war das zu eindeutig. Mhm. Ganz ehrlich gesagt. Und dann springt man quasi immer... Ja, vor allem, es hat auch nichts mit dem Face-Universum zu tun, aber auch nicht im Ansatz, oder? Nein. Aha. Also das wird schon irgendwie eingebaut und quasi, also es geht dann in dem Verhör, wird eben diese Vergangenheit beleuchtet, wo Raven dann quasi für den Hörer das aufdröselt, wer er mal war und wie er dann wieder zurückgekommen ist. Ja, das ist alles schön und gut, aber also warum musste das denn mit Batman da sein? Sowas verstehe ich einfach nicht. Kann ich nicht nachvollziehen, ganz ehrlich gesagt. Ist vielleicht Geschmackssache. Andere finden das vielleicht toll und freuen sich dann, dass sie quasi das schon kennen irgendwie und da so Anleihen haben. Ich finde das eher unoriginell. Und dann geht es eben weiter. Dann kommt Asmodeus mit ins Spiel, der ja seit, weiß ich nicht, diese Knochenkirche, da ist er, glaube ich, das erste Mal aufgetaucht. Auf jeden Fall spielt er jetzt wieder eine Rolle. Und dann fallen halt so Sätze wie, ach, wo ich mir... Das ist halt nicht mein, ich weiß nicht, ist das witzig gemeint oder nicht, wo dann eben Detlef Bierstedt spricht ja Asmodeus, wo dann die Erzählerin sagt, ja, und er kam dann mit seinem Anzug und sah aus wie George Clooney. Oh. Ja, also... Das tut mir echt körperlich weh. Das verursacht mir echt Schmerzen, sowas. Da kann man halt dann wieder auf die Formel zurückkommen, das hat seine Fans und also viel mehr... Lass ja, ich dann aber auch das nicht kann man, sowas kann man doch auch irgendwie sympathisch machen. Ich meine, so Anspielungen und sowas, das funktioniert doch bei dem Tom Steinbrecher, die Teufelskriege, funktioniert das doch auch. Ja. Aber muss das denn immer so holzhammerig sein bei Face? Ich weiß auch nicht. Aber wie es vorne schon heißt. Wahrscheinlich, weil man den Holzhammer eh hat, um irgendwelchen Vampiren die Flück ins Herz zu rammen, dann nimmt man den auch gerade für die Skripte. Ja, jede Saga hat ein Ende, der Fall eines Engels. Vielleicht ist ja dann Feierabend, weiß ich nicht. Also für Fans mag das schön sein. Also ja, für die Fans. Für die Fans, ja. Also viel mehr, also für mich kann ich dann auch nicht gelten lassen. Ich fand das schon A, unoriginell und zweitens, also ja, die Holzhammer-Methode ist schon, das, also tut mir auch weh, tatsächlich. Ja, ich kann leider nichts anderweitig Gutes sagen, außer, ja, inszenierungstechnisch ist es halt das, was man so kennt mit diesen Action-Szenen. Ja, viel haut drauf und dann so ein bisschen kommt der Schmuh wieder mit rein, wenn dann Face mit ihren, ist das bei dir? Ja, ja, es ist sie mir gerade vorbeigefahren. Also wenn Face dann auch noch... Mit dem Bettmobil. Nee, Face! Nee. Raven! Mach mal einfach einen Deckel drauf. Also ja. Ich kann leider nicht, tatsächlich, also von meiner Warte aus, das hat ja seine Fans und für die mag das schön sein und denen will ich auch da die Freude auch nicht nehmen. Deswegen mache ich jetzt einfach einen Deckel drauf und sage, gut, hört das gerne, aber also für mich ist das nichts. Ich werde trotzdem weiterhören. Okay. Ja, kommen wir zu was anderem und zwar zum Hörspielprojekt. Geheilt heißt ein Stück von Roger Baum, das seit Mitte Oktober beim Hörspielprojekt zum Download zur Verfügung ist. Ja, darin geht es um Horst Simrek. Der hat Geburtstag bald und sitzt aber derzeit noch in der geschlossenen Psychiatrie ein, wird aber dann plötzlich und unerwartet kurzfristig entlassen. Und wird dann quasi in ein neues Leben geschmissen, an dem er oder beziehungsweise an der Gesellschaft er seit Jahren nicht teilgenommen hat und dessen technische Entwicklung er auch allesamt verschlafen hat. Also er kommt in eine sehr bizarre Welt, in der es ja verschiedenste Arten gibt, wie das Leben Einfluss nimmt. Also man kann zum Beispiel Geld verdienen, indem man sich im Fernsehen Werbung anschaut und damit kann man sein Gehalt aufbessern. Dafür kostet aber auch alles, was man irgendwie unternimmt, in Schweinegeld, weil es auch einen Mindestlohn und zwar für alles gibt. Also es gibt für Dienstleistungen zum Beispiel, wird mindestens immer 8,50 Euro berechnet, egal wie lang oder wie groß die Dienstleistung ist. Und das wird dann auch ein Themaspiel. Das ist sehr skurril, sehr witzig. Es hat schöne Anspielungen auf momentane Entwicklungen. Das hat also einen schönen satirischen Anstrich. Die Gags funktionieren nicht immer. Auch gerade das Ende des Hörspiels hätte ich mir vielleicht ein bisschen origineller gewünscht. Das läuft alles auf ein spezielles Ende hin. Und ich hätte mir da eigentlich noch irgendwie eine Wende irgendwie erwünscht. Irgendwie so eine knallige, die dann aber ausfällt. Geschenkt. Also ich fand das für ein non-kommerzielles Hörspiel echt unterhaltsam. Gerade weil Humor auch ein schwieriges Geschäft ist. Wie gesagt, ist nicht alles, was drin vorkommt, aber ich fand, es waren einige sehr, sehr hörenswerte Ideen drin und auch sehr, sehr gute und hörenswerte Sachen. Die Sprecher, fand ich, ging so. Also viele kleine Rollen waren gut besetzt. Die Hauptsprecher
war mir teilweise ein bisschen zu drüber, weil das halt auch so an dem Genre vielleicht liegt, dass man halt so ein humoriges Hörspiel auch etwas drüber erzählt. Hätte es für meine Begriffe nicht gebraucht. Aber alles in allem war ich mit dem Hörspiel zufrieden. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Kein Überknaller, aber doch ein Hörspiel, was man sich gerne anhören kann, wo tatsächlich auch mal bei einem humorigen Hörspiel einige Gags auch wirklich gut funktionieren. Kommt ja selten so viel vor. Das eben, genau. Das ist, wie gesagt, schwieriges Geschäft mit dem Humor im Hörspiel. Das wissen wir ja. Das sind ja schon ganz andere Kaliber dran gescheitert. Oh ja. Ja, dann der allmonatliche Geisterschocker oder zwei im nächsten Monat. Ja, in dem Fall nur einer. In dem Fall nur einer, genau. Am 16.10. kam er raus, die 57, Gargöro, der Schreckensdämon bei der Romantroa Order. Ja, Trash is Trash Can. Trash Can, schön. Eine Gruppe von Menschen findet sich zusammen und macht das, was eigentlich jeder, der mal einen Horrorfilm gesehen hat, was man nicht machen sollte, beschwört in der Gegend rum. Und was passiert? Man beschwört natürlich den Falschen. Es kommt der Schreckensdämon und das Ende der Menschheit bricht an. Ja, also noch trashiger ist schwer. Ja, das ist wohl wahr. Aber also mir war es für das, dass es Trash war, es ist zwar ein bisschen Augenzwinkern drin, mir war es ein bisschen zu wenig Augenzwinkern. Das hätte ruhig noch ein bisschen mehr Augenzwinkern sein dürfen. Ist halt Geisterschocker und Geisterschocker selber ist halt nicht humorig gedacht. Stimmt schon, ja. Ist ja eher, also Ernst ist ja auch Quatsch, aber wie nennt man das denn? Er ist schon eher gruseliger wahrscheinlich gemeint gewesen, oder? Ja, das ist halt die Schwierigkeit. Also man wollte wahrscheinlich, dass, wie soll man denn sagen, also das, man war sich wohl bewusst, dass diese Story so dermaßen trashig ist, dass man das wahrscheinlich nicht glaubhaft in einem geschlossenen Kosmos so rüberbringen kann als reinen Horrorstoff. Deswegen hat man wahrscheinlich da so zwei, drei augenzwinkernde Szenen mit eingebaut, um zu zeigen, wir haben verstanden, dass das Trash ist und nehmen das nicht so ernst, was ja auch oftmals ein Problem ist, dass man manchen Gruselmumpf einfach bei den Produzenten viel zu ernst nimmt. Das wollte man hier demonstrieren. Ja, ist halt ein zweischneidiges Schwert. Einerseits funktioniert, also gibt's das bei Geisterschocker nicht. Also Geisterschocker sind halt eben in ihrem stringenten Grusel-Horror-Geisterschock-Modus drin und dürfen da nicht ins Humorige ausbrechen. Das ist ja eigentlich auch das Problem, was ich eben bei Dream mit Grusel meinte. Dass man sagt, das reißt so ein bisschen aus dieser Reihe raus, weil das eigentlich so nicht stattfindet. Ja, das ist hier auch. Aber ich bin schon, wie gesagt, ich bin ja schon froh, wenn man erkennt, okay, was wir hier erzählen, ist deutlicher Mumpitz und uns ist es selbstbewusst. Da bin ich ja schon froh und denke, Gott sei Dank. Keiner von diesen, wie soll man denn sagen, von diesen Verstrahlten, die da denken, sie vertonen hier die große... Lass das mal nicht Earl Warren hören. Ganz ehrlich. Also Earl Warren, wenn der das hört, dann gibt's Haue. Also ich stelle mir gerade hier den Nazi von, Springtime for Hitler and Germany. Wie heißt das denn? The Producers. Kennst du das nicht? Springtime for Hitler and Germany. Nee. Wo Produzenten Spendern Geld aus den Rippen leiern und sagen, ja, die haben jetzt, du kriegst 80% Anteil an der Vermarktung unseres neuen Musicals. Und ja, du kriegst 70% und dann halt den Geld aus den Rippen leiern und mit Absicht einen Flop produzieren und dafür halt ein Skript nehmen von so einem durchgeknallten Nazi, der Hitler ein Musical widmen wollte, aber nicht bedacht haben, dass das Ding ein gnadenloser Hit wird, weil die das alle so witzig finden und so wie es halt eigentlich nicht gedacht war. Da ist es eben so, dass irgendwann mal der Nazi quasi sieht, dass über sein Stück gelacht wird und dann gibt's Haue. Ah, okay. So wie er das eigentlich nicht gedacht hat. Er wollte ja eigentlich ein glorifizierendes Hitler-Musical schreiben. Er steht ja auf der Bühne und singt Springtime for Hitler in Germany. Das ist ein großartiger Film. Mel Brooks. Okay, das ist schon mir vorbeigerannt. Also bitte aber das Original angucken. Da gab's auch ein Remake, das war aber nicht so gut. Okay. So viel zu Earl Warren und seinen Kagyro. Ja. G sind wir, Geisterschocker, und jetzt kommen die Gespensterkrimis. Die Folge 4 ist erschienen im Oktober, genauer Anfang Oktober, 2.10. Und zwar der Präparator bei Contendo Media in Zusammenarbeit mit der Audionarchie. Ein sehr klassisches Grusel-Setting, im Grunde genommen eine Truppe von Schauspielern, die jetzt nicht mehr zur ersten Garde zählen, hauptsächlich deswegen, weil sie schon so ein bisschen in die Jahre gekommen sind und halt nicht mehr nachmittags Soap-tauglich sind, kann man vielleicht so sagen.
werden eingeladen zu einem Casting-Wochenende auf einem abgelegenen Schloss von einem Regisseur und ist das seine Frau? Ja. Werden halt dort einquartiert und man lernt halt diese Truppe so nach und nach kennen. Das ist ganz witzig, weil dann jeder so seine eigene Geschichte so ein bisschen mitbringt. Ja, also es sind jetzt keine abgehalfterten Schauspieler, aber haben halt schon das eine oder andere mitgemacht. Und für viele ist das mehr oder minder so die letzte Chance. Mhm. Ja, da wird dann auch so ein bisschen ein Seitenhieb auf andere Serien gemacht. Das ist ganz nett. Ich fand es ein bisschen zu Holzhammer-mäßig. Ja, es ist ein bisschen, weil es am Anfang auch ein bisschen Fülle ist. Und dann so ein bisschen. Also man nudelt eigentlich alle Serien runter, die so im Dunstkreis von Contendo und Audioanarchie eine Rolle spielen. Ja, auf jeden Fall hat es mit diesem Schloss natürlich was auf sich und da wird gleich am ersten Abend dann bei Lagerfeuer, Kaminfeuer, nicht Lagerfeuer, die gruselige Geschichte erzählt dieses titelgebenden Präparators, der in diesem Schloss gehaust hat. Und wie man sich das dann fast schon denken kann, passieren dann eben diverse Sachen, die für die Beteiligten nicht so schön sind. Und halt sehr ungesund. Und halt sehr ungesund, ja. Und nicht so lecker. Auch das nicht. Da wird auch nicht mit Effekten gegeizt. Schön ist aber, wie es eingefangen ist, dass man tatsächlich als Hörer im Dunkeln gelassen wird, sehr oft. Also quasi die Bilder, die man sich malt, die bleiben einfach dann in einem hängen. Es wird halt nicht, wie in anderen Serien das passieren würde, drüber gelabert und erzählt, was dann jetzt genau da passiert. Ja, man hört viel und darf dann das Kino am Kopf anwerfen. Das fand ich auch sehr, sehr angenehm, dass man da als Hörer so ein bisschen alleingelassen wird mit dem eigenen Kopfkino und nicht irgendein Erzähler einem da erzählt, welche Blutbahn gerade durchtrennt wird und wo was raussuppt. Das ist schon... Raussuppt ist schön, ja. Nee, man hört das halt einfach. Und das ist das Schöne daran. Es ist halt eine klassische Gruselgeschichte, die jetzt vom Verlauf her ein bisschen durchschaubar ist, sagen wir es mal so. Klassische 10 kleine Negerlein, es werden halt immer weniger. Einer nach dem anderen geht drauf. Also das war eigentlich das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, weil halt so ein bisschen das Besondere gefehlt hat, was das anbelangt. Ja. Weiß nicht, ob ich jetzt, vielleicht habe ich irgendwie mit so einem Sondertwist noch gerechnet. So ist es halt ganz klassische Gruselgeschichte in einem klassischen Gruselsetting mit dem üblichen Verlauf, aber eben das Ganze gut verhörspielt, was es dann im Endeffekt doch sehr hörbar macht, hörenswert macht. Und das unterscheidet halt im Endeffekt dann auch die Reihe von anderen Vertretern des Genres. Das stimmt, das ist also wirklich das Große. Ich meine, die Storys sind auch, wie du schon sagst, eher einfach und zum Teil vorhersehbar, aber es ist halt eben, wie es transportiert wird, ist halt eine ganz eigene Liga. Also das ist schon eine ganz, ganz andere Baustelle wie irgendwelchen, die halt auf den bloßen Groschengrusel setzen. Also doch, war eine Folge, die mir wirklich gut gefallen hat, muss ich sagen. Obwohl es so eher einfach war. Das ist mir zum Beispiel bei dieser zweiten Folge, die mit dem Hollywood-Mörder. Dritte. War das die dritte schon? Die zweite war das mit der durchgeknallten Teufelstochter. Ach, okay. Die war ja richtig gut. Die dritte war es schon, genau. Die mir nicht so behagt hat, weil mir das zu viel bekannte Klischees waren. Aber hier hat es mich jetzt ehrlich gesagt nicht gestört. Bisschen zu lang ist sie vielleicht geraten. Also dem Anfang geschuldet, dem langen Auftakt mit den, wo ja die ganzen Meta-Gags drunter mussten. Product Placement. Ja, genau. Ja, der nächste Grusler. Wenn wir schon bei G sind, dann gehen wir auch ins bekannte Gruselkabinett zu den Titanen. Titania Medien hat 2 Folgen rausgebracht, die 104 Aller Seelen und die 105 Mitternachtsweg. Ja, Aller Seelen, perfekt im Oktober platziert, damit es auch Ja zu Aller Seelen hörbar ist. Fand ich auch dafür ein sehr schön atmosphärisches Hörspiel. Also das ist tatsächlich sowas, was man sich gut und gerne abends bei... wie sagst du es, beim Lagerfeuer? Je nachdem, wo man sich befindet. Ja. Licht aus und dann sich das anhören. Ich glaube, dann entfaltet das voll seine Wirkung, weil das schöne Gruselatmosphäre transportiert. Obwohl die Story jetzt nicht unbedingt, wie soll man sagen, die ist. Das ist so eine einfache Geschichte eigentlich. Eigentlich ist relativ überschaubar, runtergebrochen, Aber das lebt halt davon, dass diese so eine Beklemmung, also gerade wo diese Frau dann durchs Haus geht und so quasi feststellt, dass sie alleine ist, fand ich das total spektakulär. Und obwohl das ja immer nur über die zweite Person erzählt wird quasi. Hm. Also man immer nur das zwar ins Spiel sehen, aber quasi immer das auf der anderen Ebene transportiert bekommt, ist das total gruselig. Und also, es ist halt eine One-Woman-Show von Jodie Winter, die einfach das sensationell macht. Ja. Es ist halt Jodie Winter, die ist halt der Knaller einfach wirklich, was sie hier wieder beweist. Die kann wirklich ein komplettes Hörspiel tragen. Also wenn es gibt ja immer die Kritik am Gruselkabinett, dass es gruselig ist, also wenn es hier nicht gruselt, dann weiß ich es nicht. Mhm. Also das ist eigentlich für mich ein perfekter Grusler, weil es halt so eine richtig schöne Gänsehautatmosphäre ist.
Das ist eben kein Schockeffekt, also wo es nicht wirklich darum geht, da so irgendwie so ein knalliges Massaker zu veranstalten, was einem so die Haare zu Berge stehen lässt, sondern ganz einfach über einen ganzen Zeitraum so ein unangenehmes Gefühl verlässt, es passiert gleich irgendwas oder irgendwas. Und das gelingt hier wunderbar. Das fand ich so toll. Ja, ziehe alle meine Hüte davon. Das ist wirklich ein schönes Gruselhörspiel geworden. Stephen King hat das mal beschrieben, dass die einen quasi die Tür, an der es pocht, aufreißen und die anderen lassen sie zu. Und bei denen, die es zulassen, funktioniert der Grusel besser. Ja, weil man sich davorstehend selber ausmalt und der eigene Kopf macht die Schrecken immer größer, als dass sie im Endeffekt sind. Genau. Und das ist eben das, was dann den feinen Unterschied ausmacht. Ja, ja, und Jodie Winter, also kannst du nochmal betonen, Hammer-Performance. Ja. Aber meiner Meinung nach... Die bessere Folge? Wird noch getoppt vom Mitternachtswegen, der mich total überrascht hat. Weil, also es war ja schon zu erwarten, es ist ja eine modernere Geschichte, was die ja eigentlich so im Gruselkabinett gar nicht stattfindet, weil die ja immer so doch eher so im historischen Gewand daherkommen, selbst die neu geschriebenen Storys. Aber hier, die spielt ja dann, dass die Geschichte im Hier und Jetzt angesiedelt ist und das gelingt den Jungs von Titania trotzdem total gut, also obwohl da jetzt, wie gesagt, die eigentlichen oftmals einen anderen Weg haben. Aber ich fand das von der Musik her total passend, obwohl das ja eigentlich ganz wenig, ich sollte sagen, ist ja quasi immer nur so ein Stück, was dann da so reinspielt. Aber es liegt auch total an dieser Story, die unheimlich viel Gruselatmosphäre transportiert durch diese Seemanns, diesen Einschlag mit den Ertrunkenen. Das hat halt schon so von sich her für mich zumindest so ein total gruseliges Flair, weil ich das als... Ich glaube, da habe ich schon irgendwie so ein Kindheitstrauma mit irgendwas mal gehabt, dass ich das total gruselig finde. Und dazu kommt noch die Story, dass die auch eine gewisse Tiefe hat. Also es geht ja da zurück in die Zeit des Nationalsozialismus, wo es dann halt ein Junge versteckt wurde vor den Nazis und der dann merkwürdiger Art und Weise verschwunden ist. Ja, dann auch noch dazu eine Liebesgeschichte erzählt wird, die total bewegend ist und diese Verbindung mit dem Handschuh, ich bin restlos begeistert von dieser Story und von dieser Erzählweise. Ja, ich fand die auch super. Das war grandios, das ist für mich, also ich würde fast sagen, tatsächlich das Überraschungshighlight des Monats. Ich bin hin und weg von der Story. Kann ich nicht viel mehr dazu sagen, außer ja. Mir ging es tatsächlich genauso. Also ich bin ja auch so dieses Affine, was so Seemannsgeschichten anbelangt. Und gerade, also das zum Beispiel war mir auch neu, diese Meer oder dieses, na, was die da eben machen, dass quasi die Liebenden bei Ebbe nach draußen gehen und wenn sie quasi wieder gemeinsam zurückkommen, dann hält die Liebe. Und ja, was da drumherum gebastelt wird und also ja, die einzelnen Parzellen der Geschichte, die, wie sie da eingewoben werden, das ist wirklich ganz, ganz toll gemacht. Ja, ja, also ich fand die Geschichte auch super. Gerade dieses Moderne macht es innerhalb der Reihe auch nochmal besonders. Das haben sie wirklich gut gemacht, dass das auch wirklich anders klingt jetzt als Aller Seelen zum Beispiel. Ja. Mit kleinen Mitteln im Endeffekt, aber auch was die Erzählweise anbelangt. Obwohl es auch wieder dieses Gruselkabinett-typische ist, am Anfang kriegt der Verleger den Brief und eigentlich wird dann alles indirekt erzählt, läuft aber am Schluss dann sehr schön zusammen. Ja. Und ist dann am Schluss auch nochmal überraschend, auch wenn man es vielleicht so ein bisschen ahnt, aber überraschend ist das Ende dann ja trotzdem. Und immer noch trotzdem bewegend, also Drama, Grusel, ist eigentlich alles drin. Also ich fand es auch wirklich herausragend. Was interessant ist, dass diese einzelnen Sachen es tatsächlich gibt. Also ich meine, diesen Friedhof gibt es ja tatsächlich. Mhm. Die Story, dadurch hatte ich ja auch so einen realen Einschlag, weil was halt so an reale Punkte anknüpft, macht das auch nochmal besonders, finde ich. Und wo das jetzt so weit her. Ich bin wirklich angetan von dem Ding. Dito, absoluter Tipp. Also beide Folgen, aber Mitternachtsweg ist schon ein Kracher. Also nochmal ein extra Kracher. Und die andere hätte eigentlich auch zu einem Kracher gereicht, bei einer anderen Konstellation. Das hat halt wieder das Problem. Das ist eine richtig gute Folge, aber die verblasst dann quasi hinter diesem Mitternachtsweg, was dann wieder schade ist. Weil sie eigentlich nicht verdient hat, weil die eigentlich total gut ist. Könnt ihr, also hört sie einfach beide an. Ihr müsst das anders machen. Hört sie einfach beide an. Ja, unbedingt.